Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Master of Disaster nennen, wenn ihr wollt, denn ich werde als nächstes das Master-Schwert holen und dann hoffe ich, einiges an Desaster damit anrichten zu können. Ah, irgendwas Desaströses, was Zerstörerisches und Gemeines. So, wie machen wir das? Wir werden jetzt als allererstes mal nach Kakariko gehen und von dort aus dann in die verlorenen Wälder. Das letzte Mal haben wir Moldorm in einem epischen Kampf besiegt. Oh, hä? Der Besen ist jetzt ja ohne Reiter. Wie kommt denn das bloß? Sehr merkwürdig. Hat auch gar nichts gesagt. Normalerweise sagt die Alte doch irgendwas zu mir. Naja, gut. Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier kann ich erstmal nichts machen. Ich habe ja keinen neuen Gegenstand bekommen. Also gehen wir direkt in die verlorenen Wälder. Und hoffen, dass wir da nicht ganz verloren sind. Punkt. Okay. Also, bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Oh, ich hoffe, das war keine goldene. Was mich schon relativ glücklich macht, aber das hat noch nichts zu bedeuten. Denn ab jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad doch nochmal deutlich an, zumindest am Anfang. Und das macht mir natürlich auch schon so ein bisschen Sorgen. Wir können nichts weiter tun, als zu hoffen. So, ich glaube allerdings... Ja, komm mal her. Flug! Was ist das hier nochmal? War hier nicht irgendwas? Ja, hier war was, aber erst später, soweit ich weiß. Können wir später noch eine Kleinigkeit finden. So, was steht hier eigentlich drauf? Verlorene Wälder. Betreten, verboten. Ich bin doch schon drin. Mann, blödes Schild, ich mach dich alle. So, jo, okay. Wir rennen nochmal gegen den Baum hier, für den Fall der Fälle. Äpfelchen, lecker, lecker, lecker. Ich finde es cool, wie er den so langsam auf isst, dann wird der Apfel immer kleiner. Und hier konnten wir das letzte Mal nicht rein. Ich hab's schon versucht, aber es ging nicht. Und ich denke, jetzt geht es aber. Wir gehen einfach mal direkt rein. Oh ja, was ist das denn? Hehehe, willkommen in den verlorenen Wäldern. Glaubst du, du kannst mir folgen? Sieh genau hin. Bis jetzt habe ich noch. Und jetzt habe ich ihn, glaube ich, immer noch. Und jetzt habe ich ihn immer noch. Er ist nach Norden gegangen, wenn ich mich recht entsinne. Wenn nicht, dann bin ich ganz traurig. Ihr seht, die verlorenen Wälder funktionieren etwas anders als vorher. Ich glaube aber, ich habe es geschafft. Wir rammen mal dagegen. Also in A Link to the Past ist das nicht so gewesen. Da konnte man einfach so durch die Wälder laufen. Jetzt aber haben wir ein kleines Geisterrätsel. Ah, ich soll direkt runter, wie es aussieht. Oh, du hast es geschafft. Dann machen wir es diesmal andersherum. Uns beiden darfst du nicht folgen. Okay, alles klar. Hehehe, glaubst du, du findest den richtigen Weg? Hm, vielleicht. Okay. Ups, noch habe ich die beiden. Ich kann es euch Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen schräg geguckt. Ich glaube, nach unten und nach links darf ich nicht gehen. Ich denke, ich muss nach oben gehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, es war falsch. Es war falsch. Miste, Miste. Ja, das ist wirklich ein bisschen... Oder? Ja, genau. Das ist mir tatsächlich das erste Mal, als ich es gespielt habe, nicht passiert. Ich finde das tatsächlich bei einer Aufnahme etwas schwieriger, mich auf sowas zu konzentrieren. Aber ich werde einfach mal versuchen, ob es nicht auch gut geht. Okay. Also, jetzt ist er unten. Später kommt das nochmal mit rein. Es könnte schon sein, dass ich das eine Weile versaue. Denn während ich hier... Hui, ja, ja. Der ist jetzt nach rechts wieder gegangen. Scheint so, als wären die Wege die gleichen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Einmal nach oben. Nee, das sind andere Wege. Das sind andere Wege. Und hier rein, bitte. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich mich etwas besser konzentrieren kann. Ich hab's geschafft, genau. Die beiden darf ich nicht verfolgen. Ich finde den richtigen Weg schon. So, oben und unten sind sie jetzt. Jetzt ist, ja, links und rechts quasi. Mist, jetzt habe ich es verloren. Aber ich denke, nach unten dürfte der richtige Weg sein. Ach, ich bin doch wirklich zu blöd. Ich bin doch wirklich zu blöd im Augenblick. Sorry, Leute. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das passiert. Aber werden das weniger? Ich glaube, ja. Es wird immer einfacher. Oh je, das ist mir jetzt richtig, richtig peinlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Schrupp. Offenbar für die Blöden wird es nicht immer leichter.
Ist nicht unbedingt meine Sternstunde, weil das hier noch nicht mal der schwerste Moment ist, der jetzt, bei dem ich jetzt schon zweimal versagt habe. Aber naja gut, sowas kommt leider auch mal vor. Normalerweise bin ich in solchen Spielchen eigentlich, glaube ich, sogar ganz gut, aber immerhin, es werden weniger, sie haben Mitleid mit mir. Ach, herrje. Oh, du hast es geschafft. Ja, natürlich. Und jetzt machen wir es nochmal andersrum. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das tut mir so leid. So peinlich. Okay. Oben und unten sind sie jetzt. Habe ich noch? Ja, hab sie immer noch. Okay, einer ist oben, einer ist unten rein. Ich gehe nach links in diesem Falle. Okay, und jetzt kommt das Ganze nochmal in einer Ecke schwerer, wenn ich das richtig kenne noch. Nämlich mit drei Leuten. Oh ja. Nanu? Das hast du aber gut hinbekommen. Vielleicht haben wir es dir zu leicht gemacht. Ehrlich gesagt, ich war schon ziemlich doof. Uns dreien darfst du nicht folgen. Glaubst du, du findest den richtigen Weg? Ehrlich gesagt, nein. Okay. Sind immer noch nebeneinander, die drei. Sind immer noch nebeneinander, die drei. Ich denke, ich müsste nach unten gehen, oder? Kann das sein? Sieht richtig aus, auf jeden Fall. Ich hoffe, das stimmt auch so. Ja, ich hab's geschafft. Ha, wenigstens habe ich mich noch nicht nochmal blamiert. Tut mir leid, Leute. Das war ein bisschen blöd. Normalerweise ist das Spiel echt nicht so schwer. Aber wenn man ein bisschen still ist und nicht die ganze Zeit dazwischen redet, dann geht es auch einigermaßen. Und jetzt sind wir also bei Master Schwert. Gibt's hier eigentlich irgendwas Schönes, bevor ich das pflücke? Ich weiß es nicht. Wir gucken gleich einfach mal. So, aber wir zupfen das jetzt mal heraus. Schöne Lichteffekte. Oh yeah. Schon allein der Sound. Du hast das Masterschwert erhalten. Bei vollen Herzen sendet es Strahlenattacken aus. Blink. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das gefällt mir wirklich gut. Q-Rex. Q-Rex. Das Schwert, das du in den Händen hältst, es ist das Masterschwert. Durch die Kraft dieses Schwertes kannst du die Barriere um Schloss Hyrule aufheben. Uns läuft die Zeit davon. Q-Rex, eile zu Schloss Hyrule. Ja, der nächste Dungeon wartet auf uns. Klar, wir gehen direkt nach Schloss Hyrule mit dem besseren Schwert in der Hand. Pjung, pjung, pjung. Wir können leider damit immer noch keine Eichhörnchen töten. Die sind die vermutlich stärksten NPCs in dem ganzen Spiel. Weil man sie einfach nicht vernichten kann. Man kann sie einfach nicht vernichten. Aber hört mal auf die Musik. Wir kriegen jetzt unsere richtig geile Heldenmusik, das richtig geile Zelda-Thema und es gefällt mir so gut. Ich muss es leider jetzt für die Aufnahme für mich etwas leiser schalten. Ich hoffe, ihr könnt es gut hören, so. Denn ich habe diesen Moment geliebt in diesem Spiel. Ich liebe diesen Moment, in dem man plötzlich einfach mal der große Chef-Mech ist und sich das ganze Heldendasein so richtig erst entwickelt. Ich mag das. Ich mag das sehr gerne. Ein richtig cooles Spiel, ein cooler Moment. Ich mag das Spiel einfach unglaublich gerne. So, jetzt müssen wir natürlich zum Schloss Hyrule aufbrechen. Und, oh, richtig, ich spiele ja nicht auf leicht. Und müssen da, ich meine, der hätte mich auch auf leicht getroffen, aber da hätte er weniger Schaden gemacht. Und müssen da mal gucken, dass wir die Barriere kaputt kriegen, die da immer noch auf uns wartet. Na gut. Dann gehen wir mal hier entlang. Sagt mal, wie komme ich denn eigentlich nochmal zu dem Quietschekopf da hoch? Da war doch noch einer, den ich das letzte Mal gesehen hatte. Da hatte ich bestimmt was in der Höhle übersehen. Das werde ich euch natürlich noch nachholen. Vermutlich mache ich es dann... Ui, ha, du Arsch. Vermutlich mache ich es dann auch so, dass ich euch die Mai-Mais so ein bisschen zurechtschneide. Ich nehme halt die mit, die ich auf dem Weg finde. Und wenn ich noch... Ist das eine goldene? Nee, oder? Mm-mm. Die goldene brauchen wir ganz dringend noch, ganz unbedingt. Und diejenigen, die ich euch eben extra suchen muss, die schneide ich euch dann zusammen, dass ihr nicht die ganzen Laufwege drin habt. Ich denke, das ist die sinnvollste Lösung. Ihr seht, der Strahl, den ich verschießen kann, ist schwächer als der Pfeil. Ja, also, ich kann die grünen Ritter normalerweise mit einem einzigen Pfeil töten.
Hier allerdings mit diesem komischen, was ist das für ein komischer Schwertblitz? Damit kann ich die nur mit 2 Treffern töten. Außerdem gehen die Pfeile durch die Abwehr der Gegner durch. Oh, kacke. Das wäre fast schief gegangen. Ich höre was. Weak, weak macht's. Mal schauen, wo er ist. Da ist er nicht. Da ist er doch. Ah ja. Nee. So, du hast ein verirrtes Mai-Mai gefunden. Bring es zu Mama Mai-Mai. Hm, mach ich. Fertig, mach ich das. Oh, jetzt habe ich ihn aber mit einem Schlag getötet. Und da kam noch eine Biene raus, oder? Oder was ist das? Hm, dunk. Ach nee, das war, glaube ich, nur der Rest von meinem eigenen Pfeil. Aber jetzt gibt es viel mehr Gegner hier drin. Was ja doch schon recht gefährlich ist, ha? Okay, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Dann habe ich schon wieder eine Biene. Ja, aber das ist schon wieder eine wertlose, glaube ich, gewesen. Oder war das eine goldene? Mann, ich erkenne die goldenen Bienen nicht. Die hat ein Herzchen gegeben. Das Herzchen in der Biene war größer als die Biene selbst. So. Ja, ich kann das jetzt kaputt machen. Mal kurz hinhören. Doch, ich höre wirklich was. Und flump. Tatsache. Und noch ein Mai-Mai. Yay, wie viele habe ich jetzt? 19. Cool. Sehr cool. Ja, die Mai-Mai suche ich gerne. Oh. Ja, schwer bewaffnete Gegner hier. Die kleinen Gegner machen mir momentan allerdings weniger Sorgen. Oh, oh, oh. Na gut, die Bogenschützen sind schon gefährlich. Kein Zweifel. Dies ist wahrhaft das Masterschwert. Nur mit Hilfe diesem Schwert kannst du die Barriere durchbrechen. Verliere keine Zeit. Du musst diese unheilvolle Zauberei zerschmettern, Q-Rex. Okay, mach ich, aber ich muss erst den Bogenschützen da erschießen. Fump. Oh, oh je, das hatte ich erwischt. Tut mir leid, mein Alter. Alles klar. Fump. Blink. Yay. Und jetzt? Gut gemacht, Q-Rex. Erstaunlich, dass du eine derart starke Barriere einfach so durchbrechen konntest. Aber es ist noch nicht geschafft. Schnell, finde Prinzessin Zelda. Und du? Möchtest du das Spiel vielleicht zuvor noch einmal speichern? Ja, speichern macht Spaß. Ach ja, speichern. Meine große Stärke. Speichern abgeschlossen. Nun denn, brich jetzt auf und finde Prinzessin Zelda. Du kannst es schaffen, Q-Rex. Okay, ich möchte mal ganz kurz hier was schauen. Denn diese Dinger hier kann ich ja anheben. Nicht, dass ich hier was Wichtiges übersehe. Ah ja. Dort bist du. Dort. Hä? Und du kommst nicht mehr zurück. Das weiß ich genau. So, ich wollte mal ganz kurz noch schauen. Ja, ich weiß, hier kommen überall Gegner raus. Moment mal. Oh. Wohin führt das eigentlich? Gibt es nochmal irgendwie einen Bonus? Nee, einfach nur direkt aufs Feld. Na gut. Und tschung. Aua. Na gut, den können wir ignorieren, aber ich dachte, ich schaue lieber nochmal hier hinten nach, falls da noch irgendwas Wichtiges ist. Ah ja, guckt euch das an. Flupp, ein Herzteil. Oh yeah. Noch 2 weitere, um einen Herzcontainer zu bekommen. Ich liebe Herzcontainer. Mit denen bin ich so herzlich. Okay, tschung. Puh. Okay, dann gehen wir jetzt einfach direkt in den nächsten Dungeon. Ist natürlich kein richtiger, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob man am Ende dafür einen Herzcontainer bekommt. Ich glaube eher nicht. Aber das werden wir gleich noch sehen. Das finde ich so cool. Mit dem Schwertstrahl kann ich das Gras so richtig wegmähen. Die Büsche sind sehr viel härter als das Gras und können nicht einfach die Reihe durch weggemäht werden. Oh, 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 das könnte ins Auge gehen. Aber macht nichts, macht nichts. Oh, yeah. Bams. Okay, ich glaube, ich gehe in den Haupteingang rein. Ich glaube nicht, dass es hier Unterschiede wirklich gibt. Die führen alle in den großen Hauptsaal oder in die Gänge daneben. Werde ich mir sowieso alles anschauen müssen. Und jetzt hören wir uns mal an, was dieses Level hier an Musik zu bieten hat. Oh ja. Entschuldigung, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen gegens Mikro gekommen. Weil ich meinen Sound lauter stellen wollte. Oh ja. So. Sehr geil. Die gute alte bekannte Castle-Musik von A Link to the Past. Das gefällt mir richtig gut. Das macht Laune. Das muss man sich auch laut anhören. Und ihr seht hier, kleines Detail, die eigentlichen Wachen sind hier als Bilder an die Wand genagelt. Finde ich schön, dass man an sowas auch gedacht hat, das noch so ein bisschen auszuschmücken. Ich schätze mal, der Hauptweg, der Hauptweg wird wahrscheinlich in der Mitte durch sein. Wow, das sind gut bezahlte Wachen, muss ich sagen. Die haben alle eine ganze Menge Kohle dabei. Wow, und nochmal, yeah. So, wollen wir mal kurz auf den oberen Teil hier gehen. Ach nee, genau, ich glaube, hier ist sogar die Barriere, ha? Huh? Weiß ich jetzt gar nicht. Nochmal, sehr geil. Also ich liebe diese Musik. Ich liebe diese Musik. Ich liebe das ganze Spiel. Es ist einfach nur super phänomenal. Ja, super phänomenal ist sogar noch besser als normales Phänomenal.
Okay, hier war ich ja überall schon. Ich schätze mal, dann muss ich wohl direkt in der Mitte weitergehen. Oh yeah, das macht so viel Spaß. Schloss Hyrule. Ich glaube, das ist der eigentliche Dungeon. Hier muss ich jetzt hin. Ja, ich habe hier sogar eine Karte. Und jetzt wird's schwierig. Oh, ich habe gar kein Heilzeug dabei, glaube ich. Kann ich den so abschießen? Ja, kann ich. Na dann. Das macht schon vieles. Oh, einfacher. Oh, wow, wow. 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 Boah. Und damit bin ich erwischt. Damit bin ich erwischt. Boah, der macht einen Schaden. Brutal. Brutal. Wow. Okay. 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 Zum. So geht's besser, glaube ich. Ja, okay. Muss man erstmal wissen, wie es geht. Und damit hätte ich meine erste Fee verbraucht. Hart, richtig hart. Habe ich noch eine Fee? Ja, eine Fee habe ich noch. Noch kann ich überleben. Ohne richtigen Tod. Allerdings ist das ja quasi schon fast ein richtiger Tod. Allerdings muss ich auch sagen, ich kenne die Attack-Patterns von diesen Gegnern nicht mehr so richtig gut. Na klar, er schwingt seine Waffe nur im Kreis und greift einen dann eben... greift einen dann eben auch mal gezielt an. Aber, also, Übung habe ich in diesen Kämpfen nicht. Da bin ich quasi... Oh, Kacke. Wow. Bin ich quasi noch fast so ein bisschen blind. Zu. Okay. So sollte es ja gehen. Okay. Ganz schön gefährlich hier, muss ich sagen. Ganz schön gefährlich. Okay. Mit der Waffe. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist, aber es geht ganz gut. Aber ich hätte jetzt momentan, ehrlich gesagt, lieber ein bisschen Heilung. Ich bin gerade richtig, richtig aufgeregt hier. Fung. Wie besiege ich dich denn? Wow. Ach so, ich komme hier gar nicht. Komme ich hier gar nicht durch? Oder wie besiege ich dich denn? Ach so, na klar. Na klar, ich muss hier rüber. Okay. Okay. Boah, Kacke. Moment mal, Moment mal. Ich muss mich erstmal mit meiner Fee heilen. Alter, ist das gefährlich hier geworden plötzlich? Das ist nicht ohne. Echt nicht ohne. Huh, kann ich denn... Achso, ich kann seine Speersachen doch bestimmt mit dem Schild einfach abwehren, oder? Weiß ich jetzt nicht. Okay, wirf erst nochmal. Ja, das geht. Ja, ich hab dich. Alles klar. Und damit ist das schon offen. Aber ich glaube, das werde ich so nicht überleben, oder? Ich könnte überlege mir gerade mal, ob ich nicht sogar zurückgehen sollte und mir einen Heiltrank holen sollte, damit ich hier nicht abkratze. Oh, aber das ging ja erst nach diesem Kampf hier. Und ich schätze mal... ja, ich muss erst den ganzen Raum ausräumen. Tschu, tschu. Ja, die anderen stehen bestimmt auch noch auf. Jawohl. Das war ja klar. Diese Gegner sind glücklicherweise sehr einfach. Oh, alles klar. Fum, fum. Hab dich. So, damit sollte ich es geschafft haben. Mann, ich schaffe diesen Gegner doch nie ohne Heilsachen. Okay, liebe Leute, ich mach's wirklich so. Ich mache euch einen kurzen Schnitt rein. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse drum. Hol mir gerade zwei Heiltränke in meine komischen Dingsen da rein, damit ich gegen den Boss auch eine reelle Chance habe. Denn ich habe jetzt nicht so gut abgeschnitten eben gerade. Und dann geht es zurück an diese Stelle, schneid mich direkt in den Raum wieder rein und dann machen wir dem Boss dieses Dungeons den Gara aus. Okay, bis gleich, liebe Leute. Leute, ganz kurzer Schnitt hier rein. Ich bin gerade bei dem Magie-Shop und wollte mir einen Heiltrank kaufen und da kriegen wir einen kleinen Dialog. Meine Enkelin Irene, ist etwas Schlimmes passiert. Da kam ein seltsam gekleideter Mann. Er hat über irgendwelche Waisen geredet und dann hat er sie in ein Gemälde verwandelt. Ein Gemälde! Ich bin nicht mehr so gut auf den Beinen, deshalb konnte ich meine Enkelin nicht zur Hilfe eilen. Und dabei hatte sie sich so gefreut, dass sie einen neuen Freund gefunden hat. Ich sollte meiner Irene helfen, anstatt Tränke zu brauen, aber es beruhigt mich und sonst kann ich nichts tun. So, also wir wissen inzwischen, warum der Besen allein angekommen ist. Die Irene ist offenbar im Problem. Ein Gemälde, oh mein Gott, ein Gemälde. Noch dazu kriegen wir hier ein Mai-Mai, was genauso gut ist, flüpp, und ich kann mir ein bisschen was zum Heilen kaufen. Sehr schön. Und ich hoffe, dass das gut gehen wird. So, ein bisschen Heiltrank. Ja, kann sie mir immer brauen. 50 Rubine, okay. Füllt alle Herzen auf, brauche ich eigentlich nicht. Was haben wir denn hier nochmal? Habe ich auch nicht.
unverwundbar für eine kurze Zeit. Ist natürlich nicht schlecht. Großen Schaden für Monster in der Umgebung. Nein, bitte nicht braun. Ich möchte zwei rote Tränke. Das ist gut so. Flip. Ja, tut mir leid, dass ich das so ein kleines bisschen feige mache. Ist mir gut gelungen. Flip. Du hast das rote Elixier erhalten. Damit kannst du kleinere Blessuren unterwegs direkt heilen. Okay, danke fürs Füllen in die Flasche. Und wir nehmen noch eins mit. Das können wir uns leisten. Wir können uns das viel eher leisten als den Tod. Eigentlich hätte ich lieber eine Fee, aber ich weiß gerade nicht, wo ich eine herbekommen soll. Und eigentlich sollte ich auch nochmal auf den Berg gehen, um mir dort die dritte Flasche zu holen. Beziehungsweise um den Wanderer dort zu finden. Aber naja, das haben wir jetzt eben erstmal nicht gemacht. Ich hoffe, ich komme auch so durch. Ich schneide euch jetzt gleich wieder rein, sobald ich an der entsprechenden Stelle im Palast bin. Bis gleich. So, liebe Leute, und damit bin ich zurück. Yay, wir haben es geschafft in den anderen Raum. Ich muss mal kurz gucken. Ich möchte lieber einen guten Gegenstand zur Verteidigung hier reinnehmen. Ihr seht, die Gegner hier sind wieder da. Oh, und sie erwachen sogar zum Leben, wenn ich sie angreife. War vielleicht nicht so smart von mir. Na gut, das müssen wir jetzt nochmal gerade... Ne, müssen wir gar nicht machen. Wir können direkt weitergehen. Mal schauen, was uns hier für eine Herausforderung erwartet. Wir sind draußen, wie es aussieht. Irgendwas an der Wand vielleicht? Ah, wir können da so ein bisschen reingucken, aber viel sehen wir nicht. Was haben wir hier? Grünkram. Das Herz lassen wir erstmal da, falls irgendwas passiert. Wow, dieser Morgensternritter hat mich ganz schön verprügelt. Ich weiß nicht, ob noch viele von diesen Viechern hier kommen, aber auf jeden Fall müssen wir aufpassen. Wer seid ihr? Oh, ach, kommt jetzt direkt der Boss. Die letzte der sieben Weisen. Wie war ihr Name noch gleich? Impa. Sie gibt ein ziemlich interessantes Bild ab. Impa? Was habt ihr mit Impa gemacht? Nun gibt es nur noch ein Gemälde, nachdem es mich gelüstet. Welch feine Gesichtszüge. Welch ein Blick. Ihr seid würdig, den Platz neben ihr einzunehmen. Habt ihr wirklich die sieben Weisen zusammengeführt, um Ganon wiederzubeleben? Aber diese Haare, ihre Farbe. Golden glitzern sie im Licht der Sonne. Nein, das widerspricht meinem ästhetischen Empfinden. Du magst es lieber rot, gell? Ihr seid also nicht bereit, meinen Worten Gehör zu schenken. Ich muss zugeben, dass ich eure Gesellschaft als langweilig empfinde. Kommt, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Erlaubt mir, eure Schönheit für die Ewigkeit festzuhalten. Werdet mein jüngstes Meisterwerk. Ah! Nein! Oh, du bist wunderschön! Oh, wundervoll! Erhaben. Ein Meisterwerk, das selbst in meiner Sammlung seinesgleichen sucht. Aber die Haare sind trotzdem noch golden. Warst du nicht zu einer jämmerlichen Schmiererei an der Wand geworden? Wie bist du da herausgekommen? Eine Unverschämtheit, einfach zurückzukommen und mir erneut dein hässliches Antlitz zu zeigen. Du bist aber wirklich sehr unhöflich. Das lasse ich mir nicht bieten. Lass mich in Ruhe und leiste den anderen Schmierereien Gesellschaft. So, flump. Ah ja, er hetzt erstmal ein paar Feinde auf mich. Okay, das sind keine... Die sind kein Problem. Wow, die sind schneller, als ich dachte, ehrlich gesagt. Kein Problem von wegen. Warum kann ich... Das ist ein bisschen blöd, auf den Treppen trifft man die immer sehr schlecht. Ah ja, noch ein Herz. Dann schießen wir mal ein bisschen, damit wir das Herz noch einsammeln können. Und ja, sehr gut. Mann, kein Problem. Ich bin ein bisschen großkotzig mancher, aber es ging gut. Sehr schön. Okay, aber mit der Schmiererei konntest du mich nicht besiegen. Bestimmt gibt es jetzt doch nochmal den einen oder anderen Sonderraum. Genau, flupp. Der ist tot. Ja, diese Treppen sind echt gefährlich. Huch, was ist da los? Wow. Ja, Funk. Okay. So vielleicht? Ja, ich denke, so geht er. Oh, das ist mir fast schief gegangen. Na gut. Muss ich jetzt da drüber? Ich liebe diese Musik einfach. Ist einfach nur geil. So, hier gibt's nichts mehr an der Wand. Okay, gehen wir hier runter. Ich schätze mal.
Ich kann hier auch nochmal drunter schauen, ob es hier noch was gibt. Ja, ein paar Herzen sind noch da. Ich darf mich ja sowieso eigentlich gar nicht treffen lassen. So eine Schweinerei. Für jeden Treffer muss ich einen Trank nehmen. Okay. Oh, daneben. Oh, das hätte schief gehen können. Und, flupp. Nochmal? Nochmal? Ja. Der sollte kaputt sein. Okay, und dich erschießen wir einfach mal. So, und eigentlich sollten wir den Bossraum bald betreten können. Oh, Hilfe. Tjunk. Ja, schon wieder so ein Speerschütze, Speerwerfer. Ne, ist ein Bogenschützen. Armbrust, glaube ich sogar. Hä? Haben die eine Armbrust oder ist das ein Bogen? Ne, ist ein Bogen. Schade, Armbrust finde ich auch cool. Okay, der ist tot. Tod, verstehst du, komm nie wieder zurück. Okay. Puh, Hauptsache nicht mehr so viele Morgensternritter, denn vor denen habe ich... Oh, Kacke. Habe ich nicht gesehen gerade. Nicht rechtzeitig reagiert. Bin ich ein bisschen zu eilig gewesen. Okay. Und? Ah, noch ein Herzchen. Ja, können wir da lassen, oder? Ist doch nur ein Herzchen. Ja, lassen wir mal lieber da, für den Fall, dass wir nochmal getroffen werden und zurückgehen müssen. Wir wollen nicht sterben. Nein! Okay. Entschuldigung, dass ich heute ein bisschen mitsingen muss, aber ich bin einfach so begeistert von dieser genialen Musik. Die ist nur gut, nur gut. Da ist nichts Schlimmes dran, liebe Leute. So, ich weiß nicht, in welchen Raum ich zuerst gehen sollte. Oh, es sieht so aus, als wäre ich gleich beim Chef angekommen. Puh. Na gut. Vielleicht hätte ich es nicht auf Hero spielen sollen, die machen mich alle. Vor allem der jetzt wahrscheinlich. Obwohl, das kriegen wir schon irgendwie hin, ha? Auch eine coole Musik eigentlich. Was für ein wunderschönes Kunstwerk. Manchmal erschaudere ich regelrecht vor meiner Begabung. Stipp. Dich anzusehen ist dagegen eine Qual, die ich gerne vermeiden würde. Du bist unhöflich. Wie hast du es angestellt, aus meinem Gemälde zu entkommen? Du bist doch nicht so ein Einfallspinsel, wie ich dachte. Aber so gerne ich mich ausführlich darüber unterhalten würde, leider fehlt mir die Zeit. So langsam kann ich dein Gesicht nicht mehr sehen. Musst du genauer hingucken. Jetzt wirst du endgültig zu einem Stillleben. Ein Wortspiel. Okay, also, jetzt beginnt der Kampf. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er funktioniert. Oh ja, okay. So, okay, wieder der Falsche. Kann man das irgendwie erkennen? Ich glaube, das ist er auf jeden Fall. Sehr schön. Also ich bleibe einfach bei einem von diesen... Falscher. Ja, ist schon gefährlich, muss ich sagen, was der da macht. Okay, naja gut, aber er bleibt immerhin so ein bisschen... Schlacken. Oh Mann, jetzt bin ich wütend. Scheiße. Okay, und weiter? Ja, das ist das Richtige. Kann man das hier irgendwie beobachten? Ah, man kann tatsächlich auf den richtigen zielen. Ich glaube, das dürfte dann der hier sein, huh? Tatsache. Okay, der war einfach. Oh, der hat mich getroffen, das habe ich nicht mal gesehen. Oh Gott. Scheiße. Hätte auch schief gehen können. Du hältst dich wohl für sehr gerissen. Sobald ich Gennens Macht erlangt habe, werde ich als allererstes dich wie einen Käfer zertreten. Nein, wirst du nicht, Arsch. Okay, wir folgen ihm aber nochmal kurz. Wir sollten uns eigentlich heilen. Der hat uns irgendwann getroffen und ich hab's nicht mal gemerkt. Scheiße. Aber wir kriegen neue Herzchen dazu. Das ist schon mal schön. Oh, guck mal. Wir können hier sogar direkt über den Friedhof von Kakariko Hyrule gucken. Da hinten ist eine Höhle, die es auch tatsächlich so gibt. Cool. Das finde ich hübsch. Okay, wir rennen mal hier entlang. Und nun? Was ist hier wohl los? Moment. Oha. Ja, den Trick mit den Vorhängen, den kennt ihr sicherlich auch schon aus Link to the Past. Damit musste man sich überhaupt erst zu Aghanim vorkämpfen. Und jetzt sind wir offenbar hier an einen geheimen Weg geraten. Aber wie wir ihn betreten können und was dahinter lauert, das, liebe Leute, erfahrt ihr erst im nächsten Part. Denn jetzt haben wir keine Zeit mehr. Scheiße. Ich würde euch jetzt gerne winken, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, liebe Leute. Macht's gut.